Finasteride ist schön und gut, aber was ist mit Brennnesselextrakt? Meine Lieben, wer unseren Kanal wöchentlich verfolgt, weiß genau, was DHT, die Hydrotestosteron, mit den Haarwurzeln anstellen kann. Es gibt bereits ein Video zum mit stärksten DHT-Senker überhaupt, Finasterid. Und es gibt auch bereits ein Video zu Sägepalmextrakt, dem natürlichen DHT-Senker, auf unserem Kanal. Nun möchte ich das Ganze vervollständigen mit dem letzten natürlichen Mittel, und zwar Brennnesselextrakt. Wir wollen nicht ungenau werden, meine Lieben. Es geht genauer gesagt um das Brennnesselwurzelextrakt. An dieser Stelle noch mein herzliches Dankeschön, Stichwort Comment, derjenige, der gemeint ist, weiß Bescheid. Nun gut, meine Lieben, auf den Wirkmechanismus möchte ich gar nicht näher eingehen. Wer den Wirkmechanismus kennen möchte in Bezug auf DHT, schaut euch einfach die Videos zu Sägepalmextrakt oder zu Finasterid an. Ich war natürlich nicht ganz so blauäugig, meine Lieben, und habe gedacht, hey komm, das ziehe ich mir jetzt rein und dann kriege ich wieder so eine Mähne. Nein, ich bin da wirklich vorsichtig rangegangen. Ich habe mir gedacht, komm, lass mal ausprobieren. Zu verlieren hast du eigentlich nichts. Zu gewinnen erwartest du eigentlich auch nichts. Aber Brennnessel hat ja noch viele andere positive Eigenschaften. Ja, es ist das natürliche Diuretikum schlechthin. Verzeiht mir, wenn ich es jetzt ein bisschen komisch ausgesprochen habe. Ja, das heißt, es entwässert den Körper. Es entzieht dem Körper das Wasser. Das heißt, in der Definitionsphase wirkt man dann gleich viel trockener. Definitionsphase im Fitnesstraining, meine ich damit, ja. Darüber hinaus ist es reich an Eisen und anderen Vitaminen. Es ist entzündungshemmend und es schützt die Prostata. Meine Lieben, dieses Video war jetzt ein bisschen kürzer. Das war mehr oder weniger so ein Pflichtvideo, was ich noch machen musste, um wirklich alle natürlichen DHT-Senker abzudecken. Das waren jetzt nicht wirklich alle. Da gibt es noch ein paar Dinge, denen auch nachgesagt wird, dass sie DHT senken. Aber darauf gehe ich dann in anderen Videos nochmal ein. Meine Lieben, ich leide seit 8 Jahren an Haarausfall und in diesen 8 Jahren habe ich fast jedes erdenkliche Mittel zum Thema Haarausfall stoppen, Neuwuchs und alles rundherum ausprobiert. Ich habe mich mit dieser Thematik sehr intensiv befasst und möchte nun all das mit euch teilen. Meine Lieben, einmal hier unten auf den roten Abonnieren-Button klicken, unseren Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann die nächste Woche wieder. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Ciao.